Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Batman Begins. Ich bin Marv und wir werden uns jetzt hier der letzten ultimativen Herausforderung stellen, um der Gemeinschaft der Schatten beizutreten. Im nächsten Raum erwartet dich deine vorletzte Prüfung. Die drei Ninja in der Kammer wissen, dass sie hingerichtet werden, wenn sie die Losung preisgeben. Bleibe unerkannt, bis sie dich für einen Geist halten. Ich habe im Raum ein Geschenk für dich hinterlegt. Benutze es, um ihnen zu zeigen, dass du schlimmer bist als der Tod. Und sie werden dir die Losung verraten. Schlimmer als der Tod ist nur Batman. Das ist so ein Ding. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Hier Ninja-Style-mäßig, rumschleichen. Ich glaube, ich könnte auch ganz normal laufen, aber... Handle dich an den Kabeln entlang, ohne die Männer zu alarmieren. Okay. Hat dir Dukat gesagt, was dich erwartet? Leise! Ich traue Wayne nicht. Er ist keiner von uns. Ich spüre Gewalt in ihm. Noch ein Grund mehr, leise zu sein. Auf jeden Fall. Wäre für euch vielleicht gar nicht so schlecht. Nutze deine Umgebung, Wayne. Durchtrenne das Halterseil mit einem Shuriken. Mach ihnen Angst. Und wie ich das machen werde. Das war Wayne. Er hat den Verstand verloren. Er ist allein und noch in der Ausbildung. Kein Problem. Jetzt, Wayne, sind sie soweit. Sie zittern vor Angst. Gib ihnen den Rest. Na dann. Hi, Jungs. Komm näher. Oh. Hat er da erstmal mit dem Schwert nach mir geschlagen. Oh, da ist ja noch einer. Und du? Komm mal her hier. Wie wär's mit uns, ne? Du weißt, was ich will. Bitte nicht! Dukat bringt mich um! Tja, Dukat oder ich, such dir was aus. Das ist jetzt dein kleinstes Problem. Los, das Kennwort. Bitte, es ist... Spiegel. Na dann. Sag Dukat bitte nichts. Nein, der wird auch sicherlich nichts gehört haben. Lass mich gehen. Gehen lassen. Dukat hatte recht, was dich betrifft. Ja, ich bin eiskalt. Gute Nacht. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier wieder rauskommen. Sesam, öffne dich. So, dann läuten wir nochmal die Glocke. Klingeling. Spiegel. Da war ich mal mit dem letzten Mal mit Willkommen. Rosen sind rot und Veilchen sind blau. Nicht ganz auf der richtigen Spur, glaube ich. Oh, ich hätte auch gern so einen Katana. Was ist das? Ich bewache den Sprengstoff, er ist sicher. Bereit für deine Rückkehr nach Gotham. Zu gefährlich, dass ich da rumspringe, oder was? Was soll ich denn mit in Gotham mit Sprengstoff? Willkommen, Wayne. Deine letzte Lektion kann beginnen. Schalte den Gefangenen in seinem Käfig aus. Ausschalten? Ich soll ihn hinrichten. Komm jetzt her. Wir haben deine Angst besiegt. Du bist jetzt bereit, dich der Gesellschaft der Schatten anzuschließen. Doch erst musst du beweisen, dass du die Gerechtigkeit liebst. Er ist ein Dieb und Mörder. Er hat es nicht verdient zu leben. Nein, ich bin kein Henker. Nur wenn du den Willen hast zu handeln, bist du bereit, diese Männer nach Gotham zu führen. Gotham? Du bist das liebste Kind der Stadt.
Niemand kann besser in das Herz des Verbrechens vorstoßen. Diese Stadt ist eine eitende Wunde, ein Hort des Unrechts. Sie ist verloren und muss von ihrem Leid erlöst werden. Das können Sie doch nicht glauben. Wayne, was tust du? Was getan werden muss. Oha, voll in Sprengstoff rein. So, jetzt müssen wir erstmal hier gegen die Ninjas kämpfen. Dafür wirst du sterben. Na, das wollen wir doch mal sehen. Mal gucken, wie ich jetzt das am besten mache. Normalerweise müsste ich ja erst Ra's al Ghul ausschalten. Weil der ja der stärkste ist von allen. Offensichtlich. So, erledigen wir dich. Oh, es war noch nicht so schwer. Und du? Na komm schon. Und gute Nacht. Bitte, helfen Sie mir. Ich will nicht sterben. Sie werden auch nicht sterben. Nicht, wenn ich das zulasse. Bitte, helfen Sie mir. Nicht zulasse. So. Du bist frei. Hier geht's raus. Ja, dann los. Geh vor. Schnell, Sie müssen fliehen. Da kommen wir nicht durch. Der Weg ist frei. Retten Sie sich. Aber vielleicht nicht nur mich. Und die K. Ich kann dich nicht einfach hier so zurücklassen. Mein Meister. Ra's al Ghul und seine Gesellschaft der Schatten waren nicht mehr. Mein Mentor hatte mir alles gezeigt, was ich finden konnte, ohne mich selbst zu verlieren. Also verließ ich Dukar und kehrte nach Hause zurück. Ich werde den Bürgern von Gotham beweisen, dass die Stadt nicht den Kriminellen gehört. Als Mensch bin ich aus Fleisch und Blut. Ich kann ignoriert und vernichtet werden. Aber als Symbol bin ich unantastbar, unsterblich. Was für ein Symbol? Die Fledermaus. Falconis Untergang. Da hätte ich ja auch wieder mal durchschauen können. Aber wir sind lieber jetzt ein bisschen vorsichtig unterwegs. Ich habe hier ein Überwachungsvideo von Falcone, Master Bruce. In großer Gnade. Ja, und er wird gut bewacht. Ich schätze, er hat gute Gründe, vorsichtig zu sein. Von seinen Leuten kann ich ihn trennen. Aber er scheint auch von Polizisten bewacht zu werden. Alle Korrupte. Alle Korrupte. Ich kann sie nicht direkt angreifen. Ich muss sie umgehen. Ich werde nach einem alternativen Weg suchen. Das ist doch nicht schlecht. Alfred steht uns helfend zur Seite. Ich habe eigentlich keine Lust, gegen Polizisten zu kämpfen. Bisschen schleichen jetzt hier. Wenn Sie gestatten, Sir, Sie haben ein optisches Kabel. Es ermöglicht Ihnen einen Blick hinter verschlossene Türen. Okay. Da ist ein Wachmann. Und da vorne ist gleich noch einer. Aber wenn ich ihn jetzt heimlich ausschalte vielleicht... Oh, von der anderen Seite verriegelt. Geh oder spring auf den Maschendrahtzaun, um daran heraufzuklettern. So, wollen wir nochmal gucken, wie wir jetzt hier reinkommen. Ist das die gleiche Tür? Ah ja, das ist die gleiche Tür, nur auf der anderen Seite. Dann werden wir hier mal aufmachen. Und den Kollegen hier ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Was in aller Welt? Und gute Nacht, Freund der Sonne. Oben links sehen wir immer die Lebenspunkte der Gegner.
Reden wir. Wer... was bist du? Ich bin Batman. Sie sind einer von Falconis Leuten. Was will er hier? Bitte, du kennst Falconi nicht. Er ist schrecklich. Ich bin hier, er nicht. Und ich bin schlimmer. Also was hat er vor? Schmuggel. Hier kommt jede Woche eine Lieferung aus Asien an. Falconi nimmt den Stoff entgegen und verteilt ihn an seine Dealer. Aber... aber was? Reden Sie weiter. Diesmal ist es anders. In der Kanalisation braut sich was zusammen. Und Falconi würde nicht mit den Cops kuscheln, wenn er nicht... wenn er nicht was? Angst hätte. Was ist mit ihm? Ich hab ne Scheißangst. Bitte, ich hab ein Kind. Legen wir ihn erstmal schlafen. Kann er sich später noch um sein Kind kümmern. Da oben geht's auch noch lang. Schauen wir nochmal, was da oben auf uns wartet. Haben wir hier gleich ein Secret? Eigentlich müssen wir den anderen Weg gehen, ne? Okay, da kommen wir nicht durch. Da können wir auch durch, okay. Ich wollte aber da vorne nochmal durch die Tür schauen. Was da noch so ist. Oh ja, okay, alles klar. Da sollte ich dann vielleicht nicht rausgehen, weil die muss ich ja dann irgendwie so ein bisschen umgehen. Dann war das auf jeden Fall schon der richtige Weg hier oben durchs Fenster. Das machen wir doch mal schnell nochmal. So. Na! Was war das denn jetzt? Sehr geschickt, Mr. Marv. Sehr geschickt. So. Siehst du, es geht doch auch ohne da irgendwie... Alfred, sind irgendwelche Polizeiboote in der Nähe? Ja, Sir. Da draußen ist mindestens ein Team Scharfschützen. Passen Sie auf, dass Sie denen nicht vor die Flinten laufen. Dann muss ich irgendwie in die Kanalisation. Ich markiere den nächsten Zugangspunkt auf Ihrem Radar, Sir. So, wir können da oben rüber. Hangeln wir uns einfach mal da oben lang. Natürlich blöd, dass der Umhang da so runterhängt, ne? Wenn der jetzt an den Stromzaun kommt, dann ist hier auch ziemlich schnell Schicht im Schacht, glaube ich. So. Ah ja. Können wir da durch den Lüftungsschacht gehen? Auch eine beliebte Abkürzung in Batman Arkham City und Arkham Asylum. Lüftungsschächte und Batman haben eine ganz tiefe Verbindung. Wenn Sie gestatten, Master Bruce, in diesem Van sitzen zu viele Männer. Nicht einmal Sie hätten gegen diese Übermacht eine Chance. In einem fairen Kampf nicht. Aber dieser Gabelstapler könnte die Sache erleichtern. Der Gabelstapler, okay. Ist da nicht irgendwo noch eine Wache? Sieht doch so aus. Wo ist die denn? Ist die oben? Ich sehe da ja so gar nichts. Du brauchst einen Schlüssel für die Zündung, ja? Das ist genau das, was ich mir jetzt gedacht habe. Schauen wir mal, dass wir hier hochgehen vielleicht. Ach, schau mal an. Ich hätte unten durch die Tür platzen können. Oder einfach jetzt schleichmäßig da unten rum. So, da ist der Schlüssel. Den kann ich aber auch so nicht ausschalten. Schauen wir mal, dass ich jetzt hier... ich hätte den auch packen können. Verdammt. Ah. Das war jetzt natürlich Mist. Mission gescheitert. Das war fast ein bisschen zu unvorsichtig. Wenn wir den Checkpoint laden. Das kriegen wir jetzt hin. So, probieren wir die ganze Geschichte noch einmal. Ich habe das irgendwie im letzten Versuch falsch gemacht. Ich hätte mich da
so positionieren müssen und dann... Hi! Warum ist Falcone nervös? Was? Was in aller Welt? Falcone bringt nicht umsonst eine kleine Armee mit. Wovor hat er Angst? Keine Ahnung. Ich glaube, in der Kanalisation braut sich was zusammen. Na, das hatten wir doch schon. Wie finde ich Falconis Lieferung? Bären! Was? Geht's auch ein bisschen genauer? Er packt den Stoff in Plastikbeutel und versteckt ihn in Teddybären. Das geht schon seit Jahren so. Aha. Hast du sonst noch was zu sagen, vielleicht? Mehr weiß ich auch nicht. Gut, glauben wir dir das. Und gute Nacht. Wunderbar, dann wollen wir noch mal runter. Und uns den Schlüssel nehmen. So, können wir jetzt hier noch irgendwie was machen? Irgendwas aufsammeln oder so? Nee, ich glaube, das war's. Kommen wir da wieder heimlich hoch? Oder können wir wirklich nur das Ding hier aufmachen? Ich glaube, ich kann das nur aufmachen hier. Schauen wir mal. So, und jetzt nehmen wir den Van. Oder den Gabelstapler. Oh nein, was ist da nur passiert? Drücke und halte den Schalter rechts, um Angriffe abzuwehren. Drücke jetzt den Schalter rechts. Was ist denn der Schalter rechts? Was ist denn der Schalter rechts? Achso, da, das ist der Schalter. Okay, jetzt hört mal auf, mich hier zu abzuschlachten, bitte. Immer erst den mit dem Messer ausschalten, Mr. Marv, so. Und jetzt, genau. So ein Tritt unten rum vielleicht. Versuch's nicht mal. Genau. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das will. Es funktioniert zwar nicht immer, aber sie sind geschickt genug, um mit den meisten Schlössern kurzen Prozess zu machen. Dann machen wir doch mal. Huch, das war das Falsche. So, und dann in dem Moment, klick. Das war nix. So, und nochmal den. Jetzt müssen wir die so einrassen. Ah, das ging gerade nochmal. Ne, es ging nicht. Das ging jetzt gut. Oh ja. Ist doch gar nicht schlecht. Nettes Minispiel. Und hier geht es in die Kanalisation. Aber wie es in der Kanalisation weitergeht, seht ihr es in der nächsten Folge. Ist das nicht gefährlich? Es ist das Risiko wert. Ich habe dadurch einen besseren Ausgangspunkt, um meine Gegner anzugreifen. Guter Ansatz, Sir. Genau. Die Dehnbarkeit des Haken testen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.